So, wir fahren mal eine Kurvenlegende, würde ich sagen. Und gehen los mit unserem neuen Auto. Mit unserem neuen Treffer. Mit unserem neuen Mercedes AMG. Das wird schon. Wir müssen den Einsatz erhöhen. Warum? Hatte ich das Gefühl, dass Rydell nicht davon erfahren sollte. Bleib cool, Speedy. Ich werde meine goldene Gans so kurz vor dem Grand vor Ärger bewahren. Wenn du meinst. Ich melde mich, wenn ich was hab. Boah, die Karre driftet aber extrem, ey. Haben wir uns damit einen Gefallen getan haben gerade? Doch haben sie uns ja nicht auf dem Schirm mit dem AMG, ne? Wir haben hier keine Kohle. Zentrale hier Streife. Wir verfolgen die Zielperson. Ja, komm du auch noch vorbei am besten mit deinem scheiß Mustang. Ich brauch mehr Grip auf dem Auto. Mann! Wenn die Karre ein bisschen weggerillt dürfte, ich brauch mehr Grip auf der Karre. Dann geht's eigentlich. Sprich, neue Reifen, neues Fahrwerk. Also, wenn ich da mehr Grip auf dem Auto hab, dann passt das eigentlich.
Karre kann auch was, das weiß ich auch. Brauche ich nicht. Das hältst du niemals neu. Das ist alles? Reife, verfolgt die Zielperson. Bis wie gesagt, mehr Grip auf der Achse, dann sieht die Karre, passt das schon mit dem Auto, aber. Jetzt, so, jetzt sagen wir mal wieder den Urus ein bisschen. Jetzt habe ich ja nicht ein Auto, wo ich ein bisschen mithalten kann. Ja, danke, du Arsch! Danke, dass ihr Affen mir das Rennen versaut. Wegen euch wäre ich Fünfter. Ja, ich will da nur dich weghauen. Ich bin ein dummer. Wenn dein Autosteller ist, hau ich einfach mal weg. Boah, dieser Cops geht mir manchmal. Die gehen mir echt auf den Senkel manchmal mit deinem Scheiß, ey. Komm, ich versau dir einfach mal das ganze Rennen. Ja, Mann! Ja, das war doch klar, da, sobald du den Einweg hast, ey, ich bin auch noch dabei, ich bin ja Cha-Cha. Ich tanze hier Cha-Cha.
Das war Absicht, aber gut. Mann! Wieso habe ich denn immer einen so einen Affen vor mir, ey? Ihr versaut mir seit einigen Folgen diese Rennen, weil ihr mir jedes Mal auf den Sack geht. Ich bin Chapter, ich hab gewonnen! Am besten bleibt ihr einfach alle. Das war mal gut. Hallo, das habe ich jetzt nichts mit zu tun gehabt. Ich habe dir einfach nicht vorbei gedacht. Ja! Der haut da auch noch hin. Oh ja, natürlich, ich habe doch nichts gemacht. Zentrale, Streife hier. Wir nehmen Hauptverfolgung auf. Habt ihr was? Ja gut, das ist Switcher. Ja, oh ja, fahr mit deinem scheiß Auto darüber, ey. Uff, ich muss dich wegrammen. Ich bin ein PC. Mann! Danke, du Dreckskopf, Alter! Warum fuck mich gerade die ganze Zeit die Cops? Da wieder kommst du denn? Verpiss dich jetzt endlich von mir! Sag ja, entweder gehen mir die Cops auf den Sack oder die scheiß Hand-PCs. Deswegen muss ich rennen 3, 4, 5 mal fahren. Du bist nämlich reingefahren, du! Ja, du hast doch eh alles bezahlt. Hauptsache, ich darf nicht gewinnen, ey. Ich muss ja fahren hier. Ach Mann, geht ihr mir heute alle auf Eier, ey. Ey, das ist nicht wahr. Da fährt ein NPC von ganz rechts nach ganz links rüber. Hauptsache, der fährt er nicht rein. Da sind andere 6 Autos. Da sind 7 Autos auf der Strecke. Und wen fährt er rein in mich? Ja, und darüber rege ich mich auf, weil mich sowas einfach nervt. Genau wie die Cops. Alle anderen stehen da auf der Straße. Nö, wen wird reingeballert in mich? Genau das meine ich. Oder bist du einfach nur dumm? Ey.
aufgepasst. Ist alles okay? Yes, endlich! Wie gesagt, wenn er ein bisschen das Auto im Griff bekommt und dieses Driften wegbekommt, ich muss, wie gesagt, die Karre bis auf Fending bauen, dann wäre das ein Top-Auto. Dann ist es wirklich locker möglich, die alle zu schlagen. Endlich habe ich sie. Boah! Soll Freiheit schmecken. Wie heiße Maiskolben auf dem Jahrmarkt? Hotdogs frisch vom Grill? Wie eine Deep Dish Pizza am 4. Juli? Falsch. Sie schmeckt nach allem davon, denn Freiheit ist nicht pflanzlich. Wählt Parker zum Bürgermeister und kostet die Freiheit. Vielleicht schmeckt Freiheit ja wie Hühnchen. So, Fakt ist, wir haben sie jetzt geschafft am Ende. Noch geben mir die Kopf nicht auf den Sack. Noch haben sie mich nicht so auf den Schirm, wie sie mich gerne hätten. Oha. Ich habe der Karre jetzt ein bisschen querfeldein. Da sind wir schon am Versteck. Wie gesagt, ich muss das Auto mehr auf Leistung drillen. Also beziehungsweise auf Handling. Dann ist das Ding ein grundsolides Auto. Wie gesagt, dann macht er auch richtig Power. Mein Kumpel Kevin war heute hier. Blondheit? Ja, hier. Boxhead Kevin. Der so leicht schielt? Nein, das ist Krummauge Kevin. Du kennst echt viele Kevins. Von einer Werkstatt erzählt, die von den Bullen gefälscht wurde. Wir haben den Laden dicht gemacht. Einfach so. Das ist bestimmt irgendeine heruntergekommene Bude, die verpfiffen wurde, weil die krumme Dinger gedreht haben. Das betrifft uns nicht. Stimmt. Wir sind sauber. Sagt sogar unser Opossum. Dann machen wir die Traktionskontrolle mit dem Auto ein. Das könnte vielleicht funktionieren.
Dann hat er jetzt mehr Handling, hat er plus Grip und mehr Bodenhaftung. So, ich könnte jetzt natürlich mehr. Da kriegt er nochmal ein Dings. Nur ein bisschen Power. So. Ich könnte dem jetzt nochmal Differential reinballern für 10.000. Und dann hat er noch mehr Grip. Dann könnte ich den nochmal auf Grip setzen. Also wie gesagt, eigentlich ist es ein tolles Auto. Er macht auch übel Spaß, definitiv. Und der braucht halt nur Grip. Und ihr seht, ich habe Möglichkeit mit dem Auto die Dings wegzuballern. Die. Na gut. Haben wir wieder ein bisschen Panache. Haben wir noch ein paar nach drin? Ja, wir haben bestimmt noch ein paar nach drin. Wir sind bei A+ mittlerweile wieder. Was haben wir denn hier? 24.000 Duell. Das ist aber ein S. Da habe ich aber genug, aber ich habe noch kein Geld für. So, ich gucke mal gerade. Hier ist ein A+. Hier ist eine Möglichkeit, wieder ein bisschen Gas zu geben. Tritt aus Gas. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Und dann sehen wir uns das wieder. Und da freue ich mich. Bis dahin, schauen wir dir. Bis dahin. Tschüss.